Damit herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy. Wir sind gerade dabei, uns unseren Degree Crawl zu schnappen, unser Männchen. Auch noch nur eins. So, dann einerseits die Herausforderung Ich abzuschließen. passe auf dich auf. Und um eigentlich ein Pärchen davon zu haben. So, jetzt haben wir hier nämlich noch einige Sachen zu tun. Wir müssen jetzt in den Süden. Da sind wir mit dem Degree Crawl Bow. Ich würde sagen, wir holen einmal hier die Sicherung und machen uns dann auf in den Süden, weil da müssen wir für die ganzen nächsten Quests hin. Rebellion. Das ist hier nichts, oder? Ah, doch ein paar Viecher. Ist ja was? Das hat schon bessere Tage erlebt. Akio. Petrifico Totalo. Confringo. Du bist. Mal gucken, das ist der Puls, ne? Wenn wir doch schon mal hier sind, ne? Spinnen. Aber haben wir diese Landeplattform schon? Nein. Sehr schön. So, damit müssen wir hin. Jetzt ab. Geht's ab, sag ich. Oh, ein Häuschen. Langsam die ganzen Kampfmissionen fertig haben. Wieder mal auf Abenteuertour? Was ist? Was haben Sie? Kobolde, das ist los. Renrocks Bande. Gemeine Kreaturen. Sie haben mich überfallen. Nichts ist mir sicher. Ich brauche etwas, das mich beschützt, wenn ich Ihnen wieder begegne. Ein Maxima-Trank, der würde helfen. Stimmt. Die Welt ist kein sicherer Ort. Es ist besser, vorbereitet zu sein. Hier, nutzen Sie ihn weise. Oh, das werde ich. Mit Sicherheit. Renrocks Leute besiegen mich nicht. Und ich muss Ihnen danken. Bitte, nehmen Sie dieses Geschenk. Okay, das war nett. So, hier ist wieder so ein Sumpfcrawler, oder? Dachte ich. Oh ja! Rebellion.
So, mal eben. War doch halb so schlimm. Hier nochmal schnell bei dem Händler mal gucken. Dann schauen wir mal, ja? Nichts, was ich wirklich gebrauchen kann. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Ich schaue nämlich immer mal nach Besen, weil mir nur noch ein paar fehlen. Das könnte gefährlich werden, wenn ich nicht aufpasse. Hier muss ich durch. Okay, Stealth ist optional. Schön, dass du mal vorbeikommst. Bombarda! Pulse! Du wirst bereuen, hier zu sein. Hier. Das war noch nicht alles, oder? Oha. Das wird ja super hier. Öfter mal, alte Maschine. Nee, da oben ist noch was los. Dein Blut klebt an Renrocks Händen. Was jetzt aber komisch, wo ich die Kraft gewendet habe. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Ah, ich sehe schon. Piu piu. Revelio. Aha. Da wäre Merlin persönlich stolz. Ich glaube, wir haben. So. Jetzt können wir raus in die Mine. Ich würde sagen, das sneaken wir uns durch so. Trificus Totalus like. Bring mir ein Dutzend Menschen zum Kämpfen. Die erledige ich alle. Menschen laufen immer weg, wenn sie mich sehen.
So, hier geht es dann nochmal durch. Da haben wir eine Reisefackel. Hier müsste noch ein bisschen Loot sein, oder? Ja, da oben wurde der Loot angezeigt. Na, Loot, Loot, Loot. Blutrote Maske, na danke für eigentlich nichts. Der ist tot. Oh, hier ist ein seltener Gegner, ein legendärer Gegner. Geführt. Ja, nicht ich. Renrock. So. Ah, das war alles okay. Ja. Dann weiter geht's durch die lustige Mine. Kompass. Repau.
Oh, jetzt sind wir im Süden. Haben hier direkt einen Flugpunkt, also einen Fliegeding, das wir uns mitnehmen. Okay, dann gucken wir mal. Wir sind jetzt hier. Das ist noch ein sehr großes Gebiet. Wir haben hier zwei Städte. Morrowind und Brainbirth. Oh, da ist noch was. Da ist noch Crackcroft. Wir haben einiges zu erkunden. Das schaffen wir noch. Das holen wir uns. Oh, welch angenehme Überraschung. Ah, angenehme Überraschung, ja. Nein, nicht. Komm, Ringo. Revelio. Wieder ist noch was. Wo ist noch was? Aha. Contringo. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Natürlich. Okay, ich glaube, da hat doch das Grab angesetzt. Holen wir uns das hier eben. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Oh, das ist die Phönixbergfülle gewesen. Darf ich sagen, Aufträge, ne? Betritt die Berghöhle des Phönix. Das, haben wir da wieder was abgeschlossen? Ja. Fast und fast. Sehr schön. Extreme Danger, Extreme Danger. Rein. Hahaha. Eine Blockade. Hogwarts Bilderer sind schon hier. Revelio. Ah, unter mir, okay. Könnte der Phönix da drin sein? Nein, ich glaube nicht. Contringo. Hier sind er wieder. Spinner. Contringo. Ihr Unholde. Revelio.
Was ist hier noch oben? Oh, einfrieren. Das hatten wir lange nicht mehr. Stell dir den ganzen Vogel vor. Nicht mehr. Du hast es so schlecht, dieser Vogel. Da soll noch was sein. Kommen wir da hin? Andere Richtung, okay. So, wo sind noch ein paar Wilderer? Ich will Wilderer. Vor allem will ich ihnen aufs Festbrett geben. Oh, hübsch hier. Mehr Wilderer? Wie viele denn noch? Eine Schande, was du mit hilflosen Tier wie Revelio. Und weiter geht der Spaß. Der Phönix. Bei mir. Es scheint fast, als wollte er, dass ich ihm folge. Ich muss ihn vor den Wilderern finden. Revelio. Kein Problem, würde ich mal sagen. Kriegen wir hin. Aber das ist eine Leiter. Eine Leiter optional und so, kennt es. Ups. Er ist ein bisschen explodiert. Kann ja mal passieren. Kann ja mal, ne? Ihr habt gehört, was passiert dem Besten.
Okay, da komme ich nicht hin. Heldenhaft wie eh und je. Alter, wie viel Loot es hier immer gibt. Das ist herrlich. Das freut die Volkskasse. Ich mag es nicht, wenn solche Schilder irgendwo stehen. Komm, Ringo. Hauklump. Ich glaube, wir können auch mal bald alle Tränke oder so brauen. Ich glaube, wir haben da echt langsam das Potenzial. Und da wir jetzt alle Dinger haben, können wir ja mal gucken, ob wir das mal richtig ausbauen. Fick dich. Ja, ist er wirklich. Bleib tot. Bin ich auch. Bin ich auch fair. Wir brauchen wieder unseren BAM. Ups, Under-Bam. Wir haben so viel BAM. Ja, neuer Tisch. Nicht, dass mich der, den wir sowieso haben, nervt. Revelio. Ja, erreiche den Berggipfel. Ich hätte ja fliegen können. Ui. Hallo, ich will dir helfen. Ich bringe dich in Sicherheit. Bringen wir dich zum Raum zurück. Die können sich freuen. Revelio. Ist da noch einer? So, dann haben wir das dann wenigstens noch geschafft. Sehr schön, würde ich sagen. Sehr schön. Sag ich.
Sieht interessant aus. Leck mich! Nicht meine Schuld, dass du eine Riesenspinne bist. Revelio. Ascher, Ding. Confringo. Jimmy versucht mich hier wieder alles zu töten. Ich sollte zurück. Zurück zum Raum der Wünsche. Fanden Sie den Phönix? Ja, Deke. Ich habe ihn vor den Wilderern gerettet. Er ist hier bei mir in Sicherheit. Bemerkenswert. Nun, worauf warten Sie? Deke kann es kaum erwarten. Welch Schönheit! Behalten Sie sie. Geil! Phönixfedern! Jetzt habe ich bis auf ein Grapperhorn alles. Gut, dass Professor Weasley und Deke Ihnen vom Raum der Wünsche erzählt haben. Sehen Sie nur, was Sie vollbracht haben. So viele gerettete Tierwesen. Ein Phönix ist jetzt sicher. Dank Ihnen. Ohne dich hätte ich das nicht geschafft, Deke. Vielen Dank. Deke ist dankbar für die gütigen Worte und auch froh, jemandem wie Ihnen behilflich gewesen zu sein. Nachdem Deke Ihnen mit so vielen Tierwesen geholfen hat, fühlt Deke sich so friedlich wie seit Jahren nicht mehr. Deke wird immer für Sie da sein, wenn Sie ihn brauchen. Ich glaube, ich habe die Questreihe abgeschlossen. Ist nice. Ah, sie ist das Unsichtbarkeit-Dank, brauche ich. Deke findet sie solche Schuhe. Wo ist das denn? Tränke sein. Der in regelmäßigen Abständen einen zufälligen Trank braucht. Nach, du glaubst es nicht. Ah, Dünge. Regelmäßig eine Pflanzenzutat herstellt. Das ist cool, das können wir gebrauchen. Machen wir das mal so.
Da fehlt uns halt noch einer, ja. Okay, holen wir uns aber nächstes Mal. Warte mal, ich will wissen. Oh ja, noch ein paar unidentifizierte Dinger, die holen wir uns noch eben. So viel Zeit, finde ich, muss sein. Ja, wieder einiges zum Verkaufen. Ich danke wenigstens fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich reingerockt.